Ja, hallo. Willkommen zur zweiten Session am letzten Nachmittag des Darmstädter Jazz Forums hier im Hoffa Theater in Darmstadt. Schön, dass ihr alle wieder auf euren Plätzen seid. Schön, dass Luise Volkmann bei mir ist, die die zweite Session heute gestalten wird. Luise war gestern ja hier in Darmstadt zum Konzert, weil sie wir als stolze Vergeber des Katrin-Preises Luise gestern ausgezeichnet haben. Luise wird viel über die Hintergründe uns erzählen, von dem, wie sie ihr Ansatz zu arbeiten ist, aber im Wesentlichen darüber, welche Rolle für sie auch Ritualität im Jazz spielt. Und wir wollen ja heute Nachmittag darüber reden, wie wir die Welt sehen. Und das hat auch ganz viel damit zu tun, wie MusikerInnen sozusagen auch die Welt betrachten und wie die Welt dann auf die MusikerInnen schaut, wenn sie sich mit der Welt auseinandersetzen. Ganz kurz zu Luise. Sie hat ja ihr Leone-Projekt vorgestellt gestern, das es mittlerweile ja auch in drei Versionen gibt. Also nicht nur die Darmstadt-Kölner Version, die wir gestern gehört haben, sondern eben auch eine Pariser und eine Kopenhagener Version dieses Projekts, das du ja auch schon gemacht hast. Diese Musik die sieht sich immer als Teil eines gesellschaftlichen Diskurses einfach und untersucht nicht zuletzt in ihrer eigenen musikalischen Welt die Nahtstellen zwischen Kunst, Alltag und etwa dann, wenn es eben um Ritualität oder um das Rituelle in der Musik auch geht. Wir werden jetzt Luise in einem kurzen Beitrag hören und dann freue ich mich, dass Ella O'Brien Coker da ist, die dann mit Luise den zweiten Teil dieser Session durchführen wird. Wir machen dann eine kurze Umbaupause nur, aber ich würde euch bitten, einfach auf den Plätzen zu bleiben. Ich freue mich auf Luise Volkmann. Ja, vielen lieben Dank, Arndt, und schön hier zu sein. Ich freue mich, dass meine Stimme nach dem ganzen Geschrei gestern noch einigermaßen bei mir geblieben ist. Genau, ich spreche jetzt 30 Minuten ungefähr über meine Idee von Ritualität im Jazz und vor allem mit einem musikalischen Ansatz und freue mich jetzt auch nochmal da ganz gut anschließen zu können, glaube ich, an den Vortrag, den Vincent Babavutilabo eben ja auch schon gehalten hat, wo es auch schon um die Kraft von Musik ging. Und genau, da es um Ritualität geht, würde ich euch bitten, mit mir am Anfang und auch immer mal zwischendurch zu summen. Damit würde ich gerne einmal anfangen. Folgendes ist für mich im Moment die Zusammenfassung des Rituals. Ich gehe gleich noch mal auf die Quellen ein bisschen intensiver ein. Das Ritual ist eine Handlung, dessen formale Beschaffenheit von großer Bedeutung ist, da sie Symbolgehalt für ihren spezifischen Anlass hat. Handlungen werden zu Ritualen, wenn sie in der Wiederholung der Handlung Intensität erzeugen. Ihnen wohnt die Möglichkeit inne, Momente der Selbsttranszendenz zu erleben und damit das Leben zeitweise zu erleichtern oder Übergangsphasen im Leben zu bewältigen. Durch diese Selbstdistanz, die im Ritual durch eine körperliche Reproduktion einer festgelegten Handlung stattfindet, erwächst Platz für kollektive körperliche Erfahrungen und Gefühle und damit eine Rückversicherung und Rückführung in die Gemeinschaft. In der Transzendenz der Rituale liegt auch eine Begegnung mit dem Fremden, beziehungsweise sogar eine Entfremdung von sich selbst. Dieser Moment, in der das Fremde in sich aufgenommen werden kann, hilft, den Geist zu stärken und Fremdartigkeit als sich gegenseitig konstituierendes Element zuzulassen und zu wertschätzen. Rituale beziehen sich auf Altes und Gewesenes und bieten so die Möglichkeit,
im Übergang zum Augenblicklichen und Zukünftigen ein Speicher von Wissen, Geschichte und Kultur zu sein. Der Philosoph Byung-Chul Han beschreibt das Ritual oder beschreibt das Leben, dass Rituale das Leben bewohnbar machen. Sie helfen, die unterschiedlichen Abschnitte des Lebens zu beginnen und zu beenden und geben dem Leben wie Jahreszeiten damit eine Haltbarkeit. Sie verbinden Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart und ermöglichen so ein Verweilen der Zeit. Nach Byung-Chul Han ist das Ritual dem kapitalistischen Denken entgegengesetzt. Das Ritual schafft Dauer, es schafft Wiederholung, es bezieht sich auf das Alte und ist so dem Gedanken von Wachstum und Konsum entgegengesetzt. Zitat: Im rituellen Rahmen werden die Dinge nicht konsumiert oder verbraucht, sondern gebraucht. Rituale sind seiner Meinung nach Momente des Spiels, nicht der Arbeit. Sie sind narrativ. Sie sind Momente der Heiterkeit, des Festes. Dementsprechend habe Kunst generell das Potenzial zum Ritual. Noch ein Zitat. Zitat hat ihren Ursprung im Fest. Es ist das Wesen der Kunst, dass sie dem Leben eine Haltbarkeit verleiht. Ich spreche heute als, nennen wir es, informierte Musikerin, theoretisch informierte Musikerin und versuche die Begriffe, die ich aus dem wissenschaftlichen Bereich hier sozusagen benutze, in künstlerisches Tun zu übersetzen. Es geht ja dieses Jahr um das Begriffpaar Herkunft oder Roots und Heimat und das vielleicht auch wandelnde, sich wandelnde Selbstverständnis des Jazz in Abhängigkeit von aktuellen Strömungen in der Gesellschaft. Und es geht, glaube ich, auch einfach um die Aushandlung zwischen diesen beiden Begriffspaaren, inwieweit die vereinbar sind, inwieweit die gegeneinander stehen. Für mich war klar, dass ich, wenn ich hier über Ritualität spreche, ich auch das Thema Rassismus und kulturelle Aneignung berühren muss, was, glaube ich, gerade einfach omnipräsent in der Szene ist. In meinem Erachten oder aus meiner Erfahrung viel aus Berlin, von der jüngeren Generation ausgeht. Und indem es ja um inhaltliche Ebenen geht, aber eben auch darum, damit zu ringen, ein eigenes oder ein Selbstbild als Jazzmusikerin weiter zu behaupten. Das geht natürlich nicht ganz ohne Probleme einher. Ich habe das Gefühl, dass oft Identität auch ausgehandelt wird oder ausgespielt wird gegen die Strukturveränderung. Und dass wir im Vergleich zu den USA in Deutschland noch nicht so eine große Erfahrung haben, über Rassismus und kulturelle Aneignung in unserem Leben zu sprechen. Und deswegen sozusagen die Diskussion erlebe ich oft als sehr formal. Und ich möchte sozusagen hier mit dem Thema Ritualität eine Möglichkeit eröffnen, in die produktive, in einen produktiven Ansatz zu kommen oder in eine inhaltliche Ebene und quasi zu versuchen, das ganze Thema im Sinne eines künstlerischen Ansatzes als neue Farbe einzubringen in diesen Ansatz. Ich komme auf Ritualität aus zwei Gründen. Erstens ist es ein ziemlich unbelastetes Wort in dem Diskurs um kulturelle Aneignung. Ritual taucht in unterschiedlichen Kulturen auf, in unterschiedlichen Religionen, im Alltag, im akademischen Kontext vor allem durch Erika Fischer-Lichte geprägt, bezieht sich das ja auf die Analyse von Aufführungen und die Resonanz von Ereignissen während der Aufführung. Und der zweite Grund, warum ich auf das Thema Ritualität komme, ist, dass es einen direkten Bezug zu einem afrikanischen und afroamerikanischen Erbe bietet. Vielleicht nur ganz kurz. Sklaven, Sklavinnen, die nach Nordamerika gekommen sind, haben es ja geschafft, trotz Verbot von Sprache und Musik sozusagen diesen Aspekt der Ritualität, der in vielen afrikanischen Kulturen wichtig ist, fortzuführen und ein gemeinsames kulturelles Handeln zu übertragen. Was für den Jazz natürlich ganz wichtig ist, dazu gleich mehr. Mm-hmm.
Bis ins 19. Jahrhundert galt die Ritualforschung oder galt in der Ritualforschung der Mythos mehr als das Ritual. 1889 drehte William Robertson diese Deutung um. Der Mythos sei eine Interpretation des Ritus, also dem Ritus nachgeordnet. Im Jahr 1890 stellte James George Frazer fest, dass Todes- und Wiedergeburtsrituale in allen Kulturen existierten und widerspricht an diesem Punkt ganz entschieden zum ersten Mal in der Ritualforschung einer Hierarchie zwischen der europäischen Kultur und der damals oder den damals sogenannten primitiven Kulturen. Die Ritualforschung fließt dann auch in das Konzept von Performativität ein, also das Konzept, dass Sprache gleichzeitig einen Sachverhalt beschreibt und ihn aber auch hervorbringt, also eine Handlung vollzieht. Judith Butler überträgt diese Idee auf den menschlichen Körper. Identität sei nicht etwas biologisch Gegebenes, sondern entstehe aus performativen Akten. Identität entstehe also in einem kulturellen Konstitutionsprozess. In der Wiederholung dieser performativen Akte und deren leichten Variationen liegt dementsprechend die Kraft, Identität und Rollen zu verändern. Auf dieser Grundlage aufbauend untersucht Erika Fischer-Lichte vor allem die Performativität von Theateraufführungen oder überhaupt Aufführungen und bietet hier die Verbindung von Ritualität und Performativität. Was ist also die Ritualität des Jazz? Ich gebe noch mal so einen kurzen Einblick. Viele Kulturen Afrikas sind orale Kulturen und nutzen die mündliche Form der Überlieferung als Weitergabe von Wissen, Tradition und Kultur. Und als Wissensspeicher dient ihnen dabei vor allem die Musik, Tanz oder Gesang. In vielen afrikanischen Sprachen gibt es kein Wort für Musik, wie wir es als ein akustisches Phänomen kennen. Worte, die eine musikalische Handlung meinen, beschreiben damit auch immer die Einbettung in der Gemeinschaft und einem bestimmten sozialen Kontext. Ich beziehe mich vor allem auf John Miller Chernoff. Der musikalischen Aufführung liegt also zwangsläufig etwas Rituelles oder Intensives zugrunde. Ein wichtiges Element vieler afrikanischer Musik ist der Rhythmus, der sich von den jeweiligen Sprachen der Kultur ableitet. Rhythmen fungieren sozusagen als sprachrhythmische Form, die bei Ritualen gesprochen oder gesungen werden. In der Musik wohnt so dem Rhythmus eine sprachlich-symbolische Bedeutung inne, die von Mitgliedern der Kultur dekodiert werden können. Durch die mündliche Überlieferung sind die Mitglieder der Gemeinschaft darauf angewiesen, in stetiger Kommunikation zu bleiben. Daraus entsteht ein Prozess aus unmittelbarem Agieren und Reagieren, der die Grundlage von der Struktur des Call and Response darstellt. Michael Rappe sagt mit Bezug auf den Musiker und Musikwissenschaftler Ben Zidran und Samuel Floyd, Zitat, der Angehörige der Oral Culture entwickelt dem Phänomen der Zeit gegenüber folglich ein eigenes Verhältnis. Er ist zu spontanem Verhalten gezwungen, muss quasi in einem Atemzug zugleich agieren und reagieren. Er steht niemals in intellektueller Distanz zu seiner Umgebung, sondern ist stets emotional in ihr aufgehoben, wenn er kommuniziert. Orientierung auf Handlung. Genau. Diese gewisse Art improvisatorische Herangehensweise lässt stets auch Platz für Partizipation. In der Musik findet sich auch Platz, zum Beispiel Konflikte in der Gemeinschaft auszutragen. Dieses Spiel einerseits eine homogene Resonanz in der Gemeinschaft zu erreichen und andererseits eine individuelle Stimme zu erheben, um eigene Anliegen auszuhandeln oder kenntlich zu machen, bietet die Grundlage für eine Art Battle-Kultur, wie sie ja auch im Hip-Hop oder im Bebop zu finden ist. Jazz hatte lange Zeit beides, also einerseits die Gemeinschaft, aber auch eben das Streben danach, eine individuelle Stimme zu haben des Spielers, um sich eben in der Community, sage ich mal, einen Stellenwert auch oder eine eigene Stimme zu verschaffen. Und so haben sich Kollektiv und Individuum lange die Waage gehalten, bis eigentlich der Jazz von den USA in die EU oder nach Europa gekommen ist und da das Verständnis für diesen kollektiven Aspekt, für die Gemeinschaft eigentlich ziemlich schnell verschwunden ist. Und es so ein bisschen zu einem künstlerischen Individualismus oder Einzelgängertum sogar gekommen ist. Beispiele für Musiker, die das mit der Ritualität eigentlich schon
perfektioniert haben, ist zum Beispiel das Art Ensemble of Chicago, das haben wir ja gestern Abend auch beim Konzert zitiert, oder Sun Ra, der für mich bei dem Projekt Leon Sauvage eigentlich die Hauptinspirationsquelle war. Und Sun Ra mit seinem Orchestra hat ja ganz intensiv und ganz bewusst viele Sachen abgeleitet, viele Elemente abgeleitet von unterschiedlichen afrikanischen Kulturen. Einmal viel Bezug auf die Call-and-Response-Form in der Musik, dann das ekstatische Tanzen und die Bewegung, also was sozusagen den transzendenten Moment mitdenkt, und hat das dann in seiner eigenen Stilmixtur mit Science-Fiction gemischt, mit Mythologie gemischt, mit Farben der panafrikanischen Freiheitsbewegung und so weiter, mit ägyptischen Gottheiten. Vielleicht noch als Beispiel die Kostüme, die das Orchestra benutzt. Da gibt es ja auch direkte Parallelen, dass in einigen afrikanischen Kulturen Angehörige der Gemeinschaft sich sozusagen in so einer Art Trance-Zustand in Kostümen von Gottheiten begeben und dann diese Gottheiten verkörpern. Und genau, er hat damit sozusagen auch die Funktion für die Gemeinschaft des Rituals genutzt und hat dem seine eigene ästhetische Ebene hinzugegeben. Vielleicht noch ganz kurz mein Weg zu dem Thema. Ich habe 2015 das Ensemble Leon Sauvage in Paris gegründet. Als irgendwie künstlerischer Versuch einzugehen auf die Situation, die damals war. Es kam, man hatte irgendwie so das Gefühl, die Wellen der Geflüchteten, die man in den Nachrichten sah, sind so direkt vor einem auf der Straße, auf den Boulevards gelandet. Währenddessen ging das Leben irgendwie weiter und es war auch als Metropole einfach ein unglaublich harter Ort, also in dem nicht mehr so viel Platz für Mitmenschlichkeit und Gemeinschaft da war. Und ich wollte sozusagen ich wollte für die Leute spielen, ich wollte irgendwie denen was geben, wo Menschen diese Härte loslassen können, zusammen ausrasten können, zusammen tanzen können, zusammen in Ekstase geraten können und sich von diesen Zwängen befreien können. Genau, und mir ging es sozusagen darum, einen ganz bewusst körperlichen und emotionalen und geistigen Punkt mit in diese Musik reinzubringen. Gemeinschaft. In diesem Sinne möchte ich noch einmal beschreiben, warum es mein Anliegen ist, ein Musikritual in die Jazzmusik einzubringen oder wiederzubeleben oder wiederzuentdecken. Der für mich wichtigste Aspekt des Rituals ist die gemeinschaftsstiftende Wirkung. Ganz in diesem Sinne der Performativität, also so wie Fischer-Lichte schon im Theater oder aufs Theater bezogen anmerkte, möchte ich das Verhältnis von Musikerinnen und Publikum im Musikritual, so nenne ich das jetzt mal, als soziale Gemeinde beschreiben. Das Konzert bietet die Möglichkeit der Beteiligung aller Anwesenden. Die Aufführung richtet sich an die Gemeinschaft, bringt sie hervor und wird von ihr sozusagen vollzogen. Nach Turner haben Aufführungen sowie Rituale eine transformative Kraft. Sie schaffen neue soziale Wirklichkeiten. Beispielsweise, wenn sich bei einer Aufführung verschiedene Gruppen begegnen und Hierarchien neu strukturiert werden können. In der Gemeinschaft liegt die Möglichkeit, sich gegenseitig abzusichern und ein bewohnbares Zuhause zu schaffen, von dem aus Bedürfnisse der Gruppe ausgehandelt werden können. Diese Erfahrung von Heimat ermöglicht gleichzeitig, Fremdes resonieren zu lassen und eine Art Zusammenklang zu erreichen. Selbstdistanz.
Ich möchte Ritualität hier im Umkehrschluss als Vorschlag verwenden, von der persönlichen Identität zumindest zeitweise Abstand zu nehmen und in der Musik Gemeinschaft zu finden, zu erleben und zu festigen. Eine feste Identität ist kein Konzept, das vielfaltfreundlich ist. Das Ritual bietet einen Formalismus, der eine Selbstdistanz ermöglicht. Dieses Erleben der äußeren Form führt zu inneren Veränderungen. Oder wie Byung-Chul Han sagt, Körper bewegt Geist. Es wird möglich, sich als Teil einer Ganzheit zu erleben. In Bezug auf den Begriff der Performativität benennt Erika Fischer-Lichte dieses Phänomen oder nutzt da den Begriff Subjekt. Das Subjekt erlebt sich sowohl mit dem Potenzial, andere zu verändern, als auch in der Passivität, mitbestimmt zu werden. Diese Form darf natürlich nicht ohne eine gewisse Ethik oder durchdachte Ethik benutzt werden, das meine ich nicht. Aber ich spreche vom Musikritual als Ort der Heimat, der Ankunft, der Ruhe und des Potenzials für Veränderungen in der Identität oder vielleicht besser Beziehung zueinander. Ekstase, Körper. Überträgt man die Ansätze von Judith Butler und Erika Fischer-Lichte ebenfalls auf die Musik, so bietet der körperliche Akt bei einer Aufführung das Potenzial, Identität zu variieren und damit zu verändern. So werden die Grenzen von Individuum, die Individuen trennen, aufgehoben. Die Teilhabe an der Aufführung ist die körperliche Kreativität, sozusagen eine gemeinsame Verkörperung einer Kunstschaffung. Das Konzert wird hier zu einer besonderen Synthese aus Musik, Tanz, Feier und Wort und wird damit untrennbar vom sozialen Kontext. Ein wichtiger Bestandteil ist zudem das gemeinsame Singen oder Schreien von Hymnen, die das Loslassen von Grenzen beschwören. In dem Zusammenspiel dieser Elemente darf ein Moment der Ekstase entstehen, in dem eine Freiheit des expressiven künstlerischen Ausdrucks zelebriert wird. Dieses Loslassen oder Ausrasten stellt einen Moment der Befreiung von sozialen Normen und der Schwere des Lebens dar. Durch die Partizipation des Publikums entsteht ein gemeinsames Körpererleben, aus dem ein neues Selbstverständnis, eine neue Erfahrung konstituiert wird. Neue Erfahrungen werden verinnerlicht und verkörpert. Damit ist das Musikritual ein sozial-politisch eingebetteter Augenblick. Also idealistisch könnte man vielleicht sagen, der futuristische Moment eines neuen Jetzt. Mit meinen Musikerkolleginnen versuche ich hier also diese performativen Grenzen zu weiten und einen stark körperlichen Ansatz mitzubringen. Ich habe es eben schon gesagt, es geht um Körper, Raum, Inszenierung, Kleidung, Schreien, Singen, Hymnen, Texte. Jeder Musiker, jede Musikerin in dem Ensemble hat eine eigene Rolle. Das hat man gestern schon ein bisschen gemerkt. Der Bariton-Saxophonist Florian Walter ist unser Zauberer oder ist dabei, diese Rolle sozusagen auszufüllen. Also es gibt auch so eine theatrale Recherche sozusagen, eine Art fiktive Gemeinschaft auf der Bühne abzubilden, Gesellschaft. Es geht mir um die Ekstase, um einen transzendenten Moment. Und es geht mir darum, aufeinander zu hören und in diesem Aufeinanderhören eigentlich das Kollektiv erklingen zu lassen, was in unserer Gesellschaft, glaube ich, oft zu kurz kommt und darin auch so eine Art Ganzheitgefühl wenigstens zeitweise zu erfahren. Ich glaube, dass es relativ viel Potenzial bietet für eine vielfaltreichere Jazzgemeinschaft. Die eigene Identität tritt für einen Moment zurück gegenüber dieser kollektiven Transzendenz. Und in der Gemeinschaft gibt es die Möglichkeit, sowohl für Veränderungen und jetzt hier auch ganz im Speziellen in dem Kontext dieser Tage auf eine positive Rückbesinnung auf afrikanische Anteile im Sinne oral tradierter kultureller Praxen. Mm.
Um nun den Bogen zurück zu dem Thema der kulturellen Aneignung zu schlagen, möchte ich noch mal erklären, von welchem Standpunkt aus ich argumentiere. Mein Verständnis von Kultur richtet sich gegen einen Eigentumsgedanken oder einen Reinheitsgedanken von einer spezifischen Kultur. Vielmehr geht es um bestimmte Sozialisationen und soziale oder spezifische Funktionen von einer spezifischen Musik und ihren Kontext. Die Idee von homogenen und klar abtrennbaren Kulturräumen, also zum Beispiel Mittlerer Osten oder sowas, transportiert gleichzeitig immer das Gedankengut von Stereotypen und Essentialisierung. Darum kann die zielführende Frage nur sein, wie man es schafft, dem speziellen Kontext oder der Sozialisation eines bestimmten Kulturphänomens Respekt und Verständnis entgegenzubringen. Wie man es schafft, einer speziellen Musik und der Gruppe, für die diese Musik eine starke Bedeutung hat, nicht lediglich zu reduzieren oder wirtschaftlich auszunutzen. Um aber Essentialisierungsformen nicht immer weiter zu bedienen, müsste es sehr wohl möglich sein, dass Musiken verschiedener Kulturen sich gegenseitig inspirieren und beeinflussen können. Um die Vielfalt unserer Gesellschaft abzubilden, muss es möglich sein, dass es Vermischungen geben darf. Deswegen sehe ich also kulturelle Bewegung als Ausdruck der Gemeinschaft in Reaktionen auf aktuelle Lebenssituationen. Die Grundlage meiner Annahme ist diejenige, dass Kultur in jedem Fall einem Prozess der Aneignung entspringt. Diese Aneignung per se keine rein negative Handlung darstellt, sondern dafür sorgt, dass eine Gemeinschaft sich schnell an wandelnde Gegebenheiten sich anpassen kann und es gleichzeitig schafft, sich gegenseitig abzusichern und einen starken Zusammenhalt zu haben. Das Musikritual scheint mir genug Platz für Sensibilität, Begegnung und Kommunikation zu schaffen, um diesen Aneignungsprozess in einer positiven Form zu begleiten, also auch im Sinne des Wort Ethik, was ich eben jetzt schon mal so nebenbei benutzte. Auf einer künstlerischen Ebene kann es keine Regeln für solche Prozesse geben. Die Kraft der Kunst ist das Abbilden von Vielfalt oder nach Thomas Bauer von Ambiguität. Klare Regeln für den Umgang mit unterschiedlichem Kulturgut müssen auf struktureller Ebene festgehalten werden oder eben auf ethischer Ebene diskutiert werden. Auf der künstlerischen Ebene muss es da aber ja, mehrere Deutungsmöglichkeiten geben. Mein Anliegen ist es, auch im Sinne der sozialen Tradition des Jazz eine soziale Musikauffassung weiterzuführen, die über rein politische Aktion hinausgeht. Ich möchte einen echten gesellschaftlichen Stellenwert für Kunst schaffen, und zwar dadurch, dass er Formungsprozesse der Gesellschaft begleitet, unterfüttert und trotzdem Raum für Ambiguität oder Ambiguitätstoleranz schafft und festigt. Ich schlage also einen Weg vor, der vor allem in kollektiver Aushandlung die Form der zeitgenössischen Kultur bestimmt. Dies steht meines Erachtens nach in einem starken Gegensatz zu dem Kräfteringen einzelner MusikerInnenpersönlichkeiten oder VeranstalterInnenpersönlichkeiten oder Identitäten und hat meines Erachtens mehr Potenzial, produktiven Wandel in der Jazzlandschaft in Deutschland hervorzurufen. Ich sehe das Musikritual als ein starkes, kraftvolles, sozialpolitisches Moment. Hier kann ein Ort entstehen, an dem Heimat und Herkunft nebeneinander existieren können. Kurzen Umbau und ich bitte dann die Ella O'Brien Cooker mit auf die Bühne, sodass Luise und Ella zusammen dann den zweiten Teil dieser Session dann durchführen. Und ihr müsst einfach so lange kurz sitzen bleiben, der Stream wird fortgesetzt, gibt keine Pause. Und danach gucken wir mal, wie viel Zeit wir noch haben,
dass wir vielleicht doch noch ein bisschen eure Fragen, die möglicherweise aufgetaucht sind bei dem Vortrag von Luise oder bei jetzt der Performance von Luise und Ella, aufgetaucht sind, die zu beantworten. Danke euch erstmal. Ja, schön. Bist du bereit? Ja. Let's go. Wir wollen berührend beschämen. Machtebene, machtlos, machtvoll. Ja. Ja. Ja, eigentlich das, worüber wir die ganze Zeit immer sprechen, wenn wir, seitdem wir unser Gespräch irgendwie im April angefangen haben, was es macht, welche Macht haben wir, vor allem auch, welche Macht haben wir nicht. Aber genau eben aus diesem, welche Macht haben wir nicht, also Ohnmacht, hin zu, welche Macht habe ich? Und was bedeutet es, meine Macht zu teilen? Ja, das ist sozusagen, genau, also wir sprechen ja in diesem Gespräch, was sozusagen sich wie so ein endloser, ja, einfach ein Gespräch sozusagen weiter zieht ja vor allem über Identitäten und genau, was wollte ich gerade sagen? Und das Spannende, also mir fällt jetzt gerade von wegen machtlos, machtvoll ein, das ist ja so eine dünne Trennlinie, vor allem jetzt, um gerade nochmal diesen Bogen zu der kulturellen Aneignung zu schlagen. Ich hatte dann auch nochmal, vielleicht haben es einen, ist es ein paar Leuten auch aufgefallen, im Rahmen dieser Residenz hatte ich ja ein Interview geführt mit einem Komponisten aus der neuen Musik, der für mich aus der freien Szene immer schon an einer sehr machtvollen Position sozusagen in der kulturellen Ebene steht, nämlich Erfolg zu haben in einem, ja, in dem E-Musik-Sektor sozusagen und an ganz anderen Häusern zu spielen. Und der hat sozusagen selbst sich so eingeschätzt und hat gesagt, ja, wir als kleine Nische in der neuen Musik, wir haben sowieso überhaupt keinen Einfluss oder so. Also, und das fand ich total spannend, weil ich auch noch mal dachte, okay, das ist natürlich ein Aspekt, den man, das heißt nicht, dass man machen kann, was man will, wenn man in der freien Szene unterwegs ist. Aber es heißt natürlich, ja, es bietet vielleicht auf der positiven Seite auch die Möglichkeit, ein bisschen mehr zu experimentieren, weil man sozusagen nicht gleich 20.000 junge Teenies irgendwie in die falsche Richtung beeinflusst oder sowas. Also ich finde, das ist so eine spannende Geschichte sozusagen. Und wie geht man, oder was sind dann die Machtebenen, die wir zum Beispiel haben in so einer freien Szene, die sozusagen super wenig Reichweite auch hat? Also was heißt das? Wie gehen wir damit um? Was ich aus dem, was du gerade zum Beispiel gesagt hast, raushöre, ist vor allem, macht es ganz viel Verantwortung. Ja. Aber die Frage ist ja, ob ich die Verantwortung sehe oder nicht. Ja. Also, und auch bereit bin, diese Macht, also die Machtebenen, die ich selbst innehabe, zu sehen. Ich glaube auch ganz fest daran, dass Macht, Macht ist kontextabhängig. In meiner eigenen Mehrfachmarginalisierung finde ich trotzdem machtvolle Ebenen, auf denen ich agieren kann. Mm. Und innerhalb dieser Szene ist, also würde ich jetzt mal sagen, in der ich mich nicht bewege. Das heißt also, ich kann hier nur theoretisieren über das, was möglich wäre. Mm. Aber was ich da sehe, ist auf jeden Fall die Möglichkeit, ich kann meine Quellen beeinflussen. Ich kann die ändern, ich kann die bewusst ändern, ich kann das sichtbar machen. Ich kann das anderen Leuten zeigen, weil ich diese Reichweite habe. Weil auch nur in dieser Szene. Trotzdem ist es in dieser Szene. Mhm. Ja, und wenn diese Szene klein bleibt, heißt das auch, dass ich viel verändern kann. Mhm. Und das, oder klein ist, dann heißt das, dass ich viel Möglichkeiten auf Veränderung habe und eben mich positionieren kann. Es hatte schon mal, ich glaube, Wolfram hat das zwischendurch auch mal gesagt, es heißt Haltung zeigen. Mhm. Ja? Und auch keine Haltung zeigen, übrigens ist eine Haltung zeigen. Mhm. Und zwar nämlich die, der, dass man oblivious ist dem gegenüber, was hier gerade passiert.
Mir fällt das deutsche Wort nicht ein. Aber ne, es hat ja auch die Ebene von sozusagen, sorry, wo es, das, die Konstruktion hat nicht gehalten mit meinem Gabardell. Wo bin ich öffentliche Person, wo bin ich Privatperson? Das finde ich auch sozusagen, es berührt einfach viele Ebenen, die wir viel besprochen haben. Wenn ich einfach öffentlich auf die Bühne gehe, sozusagen, habe ich einfach in dem Moment eine ganz andere Machtposition inne und habe eine andere Verantwortung, als wenn ich sozusagen mit meinen Kollegen, Kolleginnen in einem kleineren Rahmen probe und erstmal arbeite und sozusagen da auch nochmal ganz anders vielleicht eine andere Fehlerkultur dann wieder haben kann, als sozusagen in dem Moment, in dem ich auf der Bühne stehe und was repräsentiere. Genau. Mhm. Und was jetzt nur, weil du gerade natürlich auch nochmal so sagtest, unterschiedliche betroffenen Ebenen, was denke ich auch da eine spannende Frage ist sozusagen, wenn man spricht, also ich meine, wir haben uns ja anscheinend irgendwie auch nochmal wiedergefunden, weil wir beide irgendwie sprechen wollen und so und gleichzeitig auch immer wieder an den Punkt kommen, wo man mal nicht sprechen möchte oder nicht kann. Und wann ist dann der Punkt, wo man sich abholt, wo man für jemanden anderen sprechen kann und wann nimmt man jemandem anderen das Wort? Also mir fällt jetzt nur gerade ein, ich hatte schon wieder ein bisschen länger her, mal wieder so eine relativ unangenehme Diskussion, so ganz generell zum Thema Rassismus. Und dann ist natürlich so das Totschlagargument von diesem Menschen, mit dem ich da gesprochen habe, der auch ein bisschen der älteren Generation ankam, als wir dann irgendwie nicht weiterkamen. Inhaltlich hat er gesagt, ja, und sowieso stehen wir ja jetzt hier als vier Weiße und sprechen irgendwie über Rassismus. Das ist doch auch irgendwie scheiße. Das ist doch auch rassistisch. Nein, das ist genau richtig. Bitte, bitte hört diese Unterhaltung nicht auf. An dieser Stelle muss das gesagt sein. Ja, aber wichtig. Es ist einfach eine, der Grad sozusagen, da dann die guten Argumente zu haben, um weiter zu sprechen, ist gar nicht so. Ja, es ist aber auch wichtig, also ich muss auch meine Energie beschützen, auch klar. Du, ne? Also ja, in solchen Momenten, ja, diese Totschlagargumente kommen. Es ist trotzdem auch so, Entschuldigung, ich habe meine Hand vorm Gesicht, es ist auch so, dass ich mir Kämpfe aussuchen muss. Ja. Insbesondere als betroffene Person muss ich in der Lage sein, innerhalb dieser Diskussion sagen zu können, nein, bis hier und nicht weiter, dieses Argument habe ich jetzt schon zum 50. Mal gehört, ich gehe jetzt. Ich verschließe hier jetzt die Tür und spreche nicht weiter. Ja. Ich werde auf jeden, das wird nicht heißen, dass ich nicht noch simultan an einer anderen Stelle nicht doch die Tür wieder öffne und weiter spreche mit anderen und anders versuche, das Problem weiter anzugehen. Aber ich brauche die Möglichkeit, mich entscheiden zu können. Ja. Gerade in dieser Diskussion, ob ich diesen Kampf führe oder nicht. Ja. Ich möchte aktiv in der Lage sein, mich dafür zu entscheiden. Das, was viele Leute, die von Rassismus betroffen sind, nicht haben, ist eben die Entscheidung darüber. Wenn sie im öffentlichen Raum angefeindet werden oder auch im privaten Raum, das ist das Ding, es gibt keine Entscheidung, ob ich privat oder politisch unterwegs bin. Das ist leider, außer ich bin in meinem Bett. So, da gibt es keine Wahl. Und deswegen brauche ich genau dieses Moment. Das ist ganz, ganz, ganz entscheidend. Ja. Wollen wir noch eine Karte dazu nehmen? Bitte. Ich ziehe einfach mal. Zieh mal. Oh, oh. Handlungsspielraum. Oh Gott, da sind wir hier bei den ganz großen Begriffen. Passt. Also, ja. Ohnmacht und Macht, beziehungsweise Macht bieten Handlungsspielraum. Ganz wichtig. Die Frage ist, ob ich den erkennen kann. Genau, ja, natürlich. Ich meine, bei dem Handlungsspielraum oder Handlung finde ich, ist sowieso ein, das versuche ich jetzt mal noch mal so kurz den Gedanken zusammenzufassen, ist sowieso ein, eigentlich ein zentraler Begriff, Handlung sozusagen, also irgendwie in die Aktion zu kommen und Veränderungen anzuzetteln. Und gleichzeitig ist sozusagen ja auch fragwürdig, wie man sozusagen am meisten Reichweite schafft. Also an welcher Stelle ist es sozusagen, an welcher Stelle ist es wichtig zu handeln, zum Beispiel, wenn man eine neue Band gründet, sich zu überlegen, wie man die aufstellt und dass es einfach sowieso viel mehr Spaß macht, wenn eine Band nicht so ein homogener Haufen ist, sondern es einfach auch ein gesellschaftliches Abbild ist, in dem unterschiedliche Kräfte wirken und in dem
nicht nur ein Geschlecht zum Beispiel und eine Altersgruppe zum Beispiel vorhanden ist, ist es da wichtig, sozusagen in die Umsetzung zu gehen? Und an welcher Stelle ist es auch wichtig, da öffentlich sozusagen zu sein, in die Öffentlichkeit zu gehen und da was anzuprangern? Aber jetzt... Ich würde noch tausend Sachen sagen. Ich würde auch noch tausend Sachen sagen. Mache ich aber nicht. So. Ah, okay, perfekt. Also ja, also ich bin, ich positioniere mich ja selber als schwarz und ich habe auch so Musik studiert und das ist vor allem das beruht auf dem Grund für mich persönlich einfach, dass ich davon überzeugt bin, dass mir, sieht man ja halt auch, Rhythmus ins Blut einfach gelegt wurde. Das ist so normal. Das bin ich. Und auch, also das ist eine Tatsache. Ja, also das Rhythmus im Blut-Argument ist natürlich etwas, mit dem ich häufig konfrontiert werde. Und das muss ich auch sagen, ist was, ich glaube, es gab auf jeden Fall eine Zeit lang, wo ich das ein bisschen geglaubt habe. Also wo ich davon überzeugt bin, dass das irgendwie stimmen könnte, dass das... ich das in mir habe. Ja, also ich kann es eigentlich nur bestätigen. Swing spielen, also so richtig geswungen hat es bei mir auch noch nie. Ja. So viel mehr kann man da nämlich eigentlich nicht zu denken, oder? Oder? Also, ich habe es wirklich versucht, aber... Größte, ja, das ist schwierig. Schwierig, also das schlimmstes Ding. Ja, natürlich möchte ich an dieser Stelle sofort meine Performance gerade reflektieren. Natürlich ist das Quatsch. Rhythmus im Blut ist etwas, womit ich ganz viel konfrontiert war in meiner Ausbildung als Musikerin. Ich bin aber auch erst, es hat lange, lange, lange gedauert, bis ich irgendwie die Argumente gefunden habe, darüber zu sprechen und zu sagen, Moment mal, ich habe ziemlich viel Zeit da reingesteckt, das zu lernen, was ich hier jetzt gerade euch zeige. Mhm. Und es mag sein, dass ich vielleicht in bestimmten Rollen bestimmte Klischees erfülle. Das mag an einer Stelle sein, aber das stimmt an der anderen Ecke wieder nicht. Ich bin nicht nur eins, ne? Also das vor allem. Und ich glaube, also sowieso diese ganze Biologisierung von bestimmten Attributen ist ein ganz, ganz großes Problem und ganz intrinsisch von Rassismus. Sozialisation hat eher eine Rolle in diesen Sachen. Und wie gesagt, es hat sehr, sehr, sehr lange gedauert, diese Dinge zu dekonstruieren und darauf zu kommen, so, wie kann ich mit dieser Argumentation umgehen? Mhm. Gerade auch, weil das sind ja so welche Dinge, die gesagt wurden oder die häufig erwähnt werden, auch in hohen Funktionsstellen. Zum Beispiel ist mir das halt auch im Studium passiert, dass ich irgendwann, also ich ein Stück weit auch genommen wurde aufgrund meiner ethnischen Repräsentation. Mhm. Ja. Und dann komme ich zurück auf so welche Argumente. Ja, ich meine, also auf unserem Zettel steht Rhythmus im Blut. Das ist natürlich genau das, also es ist einfach so verkürzt und verknappt und vor allem dieses im Blut. Was bedeutet das überhaupt? Ja, es ist halt einfach, da haben wir auch das letzte Mal drüber gesprochen, sobald es auf diese körperliche Ebene geht, tut es halt einfach nochmal mehr weh, als wenn man blöd auf der Straße angemacht wird wegen einer nicht körperlichen Eigenschaft, weil den Körper können wir einfach nicht abtrennen sozusagen von uns. Und das ist dann auch irgendwann schwierig...
dazu sage, ach so, das geht mich ja gar nichts an, das hat mit mir ja nichts zu tun, weil ich bin vielleicht schon an einem anderen Standpunkt oder sowas. Und es ist halt, ja, sozusagen einfach auch so schade, weil halt natürlich genau mit diesem, also der Versuch, der wahrscheinlich mal irgendwann dahinter steckte, zu sagen, wow, da ist irgendwie, also was ich eben gesagt habe, von wegen orale Kulturen, das in vielen afrikanischen Musiken sozusagen Sprache, sehr rhythmisch, also rhythmische Muster hatte, die in Trommeln, also es gibt ja wirklich Sachen, wo Trommeln quasi sprechen können, also, ne? Klar, das ist ja trotzdem eine genau, aber das quasi dieses, Umdeutung, die es ist eine Umdeutung und es ist einfach zu... Es ist absolut, also absolut verkürzt. Ich meine, wie gesagt, es verkennt einfach komplett die Arbeit auch, die dahinter steht, überhaupt in einem, also jetzt zum Beispiel nochmal zurück auf mein Beispiel, die Arbeit, die dahinter steht, überhaupt dahin zu kommen, wo ich hingekommen bin. Ich glaube nicht daran, dass man irgendwas im Blut hat. Nein, nein, überhaupt nichts. So, naja, also ist, man hat nichts. Das ist, also das, man eignet sich das irgendwann an. Und das ist, und es ist eine Leistung. Das ist eine Leistung, die ja was mit einzelnen Personen zu tun hat und die nicht vom Himmel auf einen herabgefallen ist. Oder ich weiß nicht von wo. Ja, ja, das ist halt, ja, also. Aber es ist wichtig, also so offensichtlich das jetzt ist, ne, Rhythmus im Blut, wie so offensichtlich das jetzt ist und wie so offensichtlich wir das gerade auseinandernehmen, wir müssen da trotzdem drüber reden. Mm. Das ist also, weil das in den Kontexten, in denen ich dann unterwegs war, ist auch oft, ach ja, klar, ist ja, das ist ja Quatsch. Mhm. Aber warum ist das Quatsch? Hast du wirklich verstanden, weshalb das Quatsch ist? Und das ist halt so ein Punkt, den ich in den Kontexten, vor allem in der Musikpraxis, vermisse, weil einfach gesagt wird, ja, nee, wir wissen ja schon, wie das geht. Also wir sind nicht rassistisch, das hat also so grundsätzlich, und wir wissen, warum das falsch ist. Ja, warum ist das falsch? Könntest du mir das, ne, also so. Und das Ding ist ja dabei, dass es auch oft als Kompliment gemeint ist, ne? Also das ist ja das Spannende daran, und ich finde, da kommen wir an einen anderen Punkt, der total spannend ist. Also wenn man sozusagen, also vielleicht jetzt nicht die Formulierung, hey, du hast den Rhythmus im Blut oder so, aber einfach diese Geste, auch so dieses, hatten wir auch schon mal, dass man irgendwie meint, man kann Stimmen von schwarzen Sängerinnen oder Sängern irgendwie nochmal anders wahrnehmen oder sowas und kann das irgendwie gleich quasi erkennen oder dekodieren. Dass sozusagen da ein spannender Punkt herauskommt, nämlich dass man eigentlich irgendwie merkt, ah, wir bewegen uns irgendwie auf dem Boden, also da ist das Thema Rassismus, ja. Es gibt sozusagen irgendwie eine komplizierte Begegnung, und aber gleichzeitig möchte ich dir sagen, hey, das war jetzt aber gerade ein tolles Konzert sozusagen, ne? Und das führt uns zu einem Punkt, der eigentlich ganz spannend ist, das ist nämlich die Zerbrechlichkeit von Leuten in diesem Kontext eigentlich. Und wie geht man damit um, wenn man jetzt merkt, also es kommt jemand zu einem und möchte eigentlich ein Kompliment machen und haut damit aber so total ins Fettnäpfchen eigentlich. Ich frage mich vor allem, warum kannst du mir nicht einfach ein Kompliment machen? Warum musst du das auf meinen beziehen? Ja. Also weil das ist ja eigentlich meine Leistung, die du gerade hervorheben möchtest. Was hat das genau damit zu tun, wie ich konstituiert im Raum stehe? Ja, aber also das passiert, ich weiß nicht, das kann ich wirklich nicht verstehen, aber ich kenne das von Vincent Weiß es auch, der spielt ja auch in meiner anderen großen Band Etilatsch mit. Und ich weiß, dass ich nach den Konzerten immer angesprochen werde als so eine junge Frau wie Sie, 13 Leute. Oh. Dass Sie sowas leiten können. Krass. Also es ist einfach so, ich bin noch nie so oft darauf angesprochen werden, als Frau auf der Bühne zu stehen, wie mit dieser Band. Und ich habe das verstanden. Die Leute wollen, wir finden das vielleicht sogar schön. Ja, vielleicht finden die das wirklich schön, dass da eine junge Frau steht und es schafft zu dirigieren. Und es sind viele Bilder, die man nicht so oft sieht oder sowas. Aber es ist einfach nicht besonders elegant. Ja. Nee, es ist aber gar nicht elegant. Also, ich finde das sehr elegant, to be honest. Also sehr, sehr elegant. Aber es ist halt einfach wirklich noch die Ungewohnheit oder nicht daran gewöhnt zu sein, Frauen in Führungspositionen zu sehen. Ja, ja, na klar. Ja? Also ja, es ist, klar. Und ich muss halt sagen, bitte, es ist Zeit, diese Dinge auf der Ebene zu normalisieren. Also ich möchte kein Kompliment, also und ich glaube, du auch nicht, möchtest kein Kompliment dafür bekommen, dass du eine Frau bist und das machst. Sondern genau. Du möchtest ein Kompliment dafür bekommen, dass du das machst. Genau. Das aber ich habe auch nicht Lust, jeden Abend mich dann hinzustellen und zu sagen, so, sind Sie eigentlich bescheuert? Genau. Wissen Sie, was Sie gerade sagen? Sozusagen. Und das finde ich sowieso eine spannende Sache. Man, also ich glaube, da haben wir auch schon so oft drüber gesprochen. Also ihr wisst es ja alle nicht, aber wir wissen es, deswegen müssen wir uns das immer wieder erzählen.
wie oft Ritual. Man sozusagen, Ritual, genau, wie oft man eigentlich in der Situation ist, dass man ja einfach nur ein tolles Konzert gespielt hat oder einen tollen Vortrag gehalten hat oder ich weiß nicht was, irgendwie sein Herz geöffnet hat und dann plötzlich so man einfach mit Aspekten der Gesellschaft konfrontiert wird, die so weit weg sind, dass man erstmal perplex ist. Und ich habe eigentlich auch keine Lust, wenn, also die Idee ist ja eigentlich, ich spiele ein Konzert, es kommen Leute hinterher zu mir und sagen, ach, das war toll, mit den absolut falschen Worten, sozusagen dann umzuschalten in meinem Gehirn von der Stelle, wo ich sage, ah, ich freue mich, dass es den Leuten gefallen hat, für die ich gerade richtig geschwitzt habe, und dann zu sagen so, oh, okay, warten Sie mal, aber das ist nicht okay, und dann da noch den richtigen Tonfall zu finden. Und oft passiert es, also ich habe ja auch mal diese... Ich erzähle mal diese Anekdote. Da saß ich mit einer guten Freundin von mir in einer Kölsch-Kneipe. Und diese gute Freundin von mir ist Deutsch-Griechin. Und wir saßen, das war wunderbar. Die Kellner waren so nett zu uns. Es war wirklich völlig übertrieben. Ja. Die haben sich irgendwie gefreut, dass da zwei junge Frauen saßen, die nett waren, und haben irgendwie mit uns gequatscht. Auf jeden Fall hat meine Freundin sich Bratkartoffeln bestellt, ohne Speck. Und dann kam der Kellner wieder und meinte, ja, der Koch hat sich jetzt richtig gefreut, der ist nämlich auch Moslem. Ja. Und da stand ich und dachte so, scheiße, weil es ist alles falsch. Ich habe erstmal ungefähr 20 Sekunden zu brauchen, um zu denken, so, hä, wer ist Moslem, was? Was versteht ihr? Ich habe nichts gecheckt. Dann habe ich gecheckt, okay, meine deutsch-griechische Freundin sieht anscheinend... für ihn nach undefinierbar aber Moslem aus. Muslima. Genau, also es war sowieso, die Terminologien können wir gleich lassen, es war egal. Und dann war dieser Typ einfach noch stinkfreundlich zu uns und der hat es wirklich ernst gemeint. Der war richtig so am Bonden mit uns und wollte mit uns quatschen und so. Und ich hatte richtig so das Gefühl von, scheiße, ich möchte irgendwie jetzt was sagen. Und gleichzeitig ist der Typ eigentlich nett und diesen sozialen Moment jetzt zu zerstören, ist richtig schwer. Es ist nicht so einfach, weil man ist nicht die ganze Zeit darauf geeicht, soziale Momente zu zerstören. Weil wenn man nett miteinander ist, dann möchte man auch nett sein. Und wenn dann sowas kommt, dann in der Rolle sein zu müssen, irgendwie zu sagen so, okay. Oder da den, also das ist irgendwie... Spielverderber. Ja, genau. Also ja, aber es ist halt auch die Rolle, in denen sich häufig Leute, die halt so falsch bezeichnet werden oder irgendwie positioniert werden, sich wiederfinden müssen. Ja. Das ist halt die Rolle des immer Nervenden und immer wieder, ja, nee, ich habe gar nichts mit dem muslimischen Glauben zu tun. Mhm. Wäre ganz cool, wenn wir das nicht, nicht versuchen würden, von unserem Aussehen abzulesen. Ja, genau. Weil es wäre ja auch schöner, wenn wir irgendwie darüber mal zu sprechen kommen würden, auf eine andere Art und Weise, auf einem anderen Wege. Aber es ist die Projektion, die stattfindet, die einerseits, wie du sagst, ja, auf jeden Fall, es ist irgendwo ein Gesprächsmacher. Ich möchte das Eis brechen, ich möchte ins Gespräch kommen, ist. Aber es ist halt auch gleichzeitig, es gibt gleichzeitig tausende Wege. Genau. Das zu tun. Und ich finde es so schwer, also weil einfach sozusagen, wenn man jetzt so ein bisschen, mir fällt jetzt nur gewinnorientiert angeht, das ist überhaupt nicht, was ich sagen will, aber wenn man so ein bisschen produktiv da rangehen will, dann muss man ja manchmal ein bisschen pädagogisch sein. Ne? Also wenn man Leute erreichen will, oder sagen wir so, es gibt größeres Potenzial, wenn man an bestimmten Stellen ein bisschen pädagogisch und schlau was sagt und sagt, ach so, wenn ich jetzt dann so schlagfertig gewesen wäre und gesagt hätte, ach, woher wissen Sie denn, dass ich konvertiert bin oder sowas? Das wäre wahrscheinlich die einzig coole Art und Weise gewesen, das ein bisschen pädagogisch zu machen und aber irgendwie cool oder sowas. Wie bist du immer bereit, genau wie du gerade von den Konzertkontexten sprachst, wie bist du immer bereit dazu, genau diese, das ist ja einerseits also wirklich immer die Bereitschaft, okay, ich habe immer die gute Antwort, ich bin immer bereit, was Schlagfertiges zu sagen, genau, ich bin immer im Modus von Verteidigung und von, ich weiß genau, was ich hier drauf sagen muss, ich bin vorbereitet, klick, klack, ich mache das so, pum, pum, und dann ist die Sache geklärt. Das ist, ich will diesen Modus gar nicht fahren, das ist ja, also ich will diesen Modus nicht fahren, für mich selbst auch nicht und letztendlich dann auch für andere nicht. Also ich würde ja dann auch so wahrscheinlich grundsätzlich auch mit meinen Freundinnen umgehen. Ja, ich würde gar nicht mehr aus diesem Modus rauskommen. Schrecklich. Ja. Und ich finde es, also ich kenne das auch nur so phasenweise zum Glück
baut man sich dann ja doch so ein bisschen auch ein Umfeld, in dem man oft sicher ist oder sich oft wohlfühlt. Aber ich kenne das, dass wenn man sozusagen, also ich kenne es von dem Thema einfach als Frau in der Jazzmusik zu sein. In Paris gibt es ja, glaube ich, 7% Frauen nur. In Deutschland sind es ja schon 15% Frauen auf den Bühnen. Da war ich die ganze Zeit auf Krawall gebürstet sozusagen. Also ich wollte mich nicht streiten, aber ich war einfach die ganze Zeit bereit, mich zu verteidigen. Ja. Und das hat meinen Körper so durchdrungen tatsächlich. Also das ist einfach total scheiße. Und das finde ich, also um jetzt sozusagen auch auf unser Identitätsthema oder sowas zurückzukommen, da sind wir dann ja auch alle gefragt, also ich formuliere es jetzt mal so einfach auch als Einladung, dass eben nicht, also dass es mehr Stimmen geben kann, die dann reagieren. Und dass es nicht immer eine Person sein muss, die sich selbst verteidigt, sowieso, das ist ja irgendwie das Schlimmste. Aber dass es dann auch mal vom Nachbartisch rüber, also es einfach da eine Einladung gibt sozusagen. Ja. Finde ich. Courage ist Courage. Immer noch ein wichtiges Thema. Ja. May I. May I. Yes, you may. Dieses Gesellschaftsspiel ist sehr schwierig. Ich finde es lustig. Ja. Hier. Warte, kurz checken. Okay. Niemand weiß, was ich gesehen habe. Niemand war dabei. Du hast dein Bild und ich mein Bild. Und die Schnittmenge, wir zwei. Das macht drei Bilder, die sich weiter streiten und vereinen. Doch die Wahrheit bleibt, egal ob wir zu zweit oder allein sind. Was ich gesehen habe, niemand war dabei. Du hast dein Bild und ich mein Bild. Und die Schnittmenge, wir zwei. Das macht drei Bilder, die sich weiter streiten und vereinen. Doch die Wahrheit bleibt, egal ob wir zu zweit oder allein sind. Das war... Das waren die Worte von Ami Wu, Schnittmenge. Vielen Dank an ihn nach Berlin einmal dafür. Ich habe mir das gewünscht. Das ist toll. Ja, ich freue mich. Ich freue mich, weil also ja. Ich hatte auch Angst vor diesen Karten, to be honest, weil schwierig. Genau, aber ich habe mir das sehr gewünscht, weil das ist sowas, was wir, oder in den Vorträgen, die ich auch vorher so gehört habe, kam es weniger vor. Aber ich glaube, das war auch etwas, was so ein bisschen mitgemeint ist. Und zwar ist es wichtig, dass wir innerhalb dieser ganzen Diskussion, gerade insbesondere irgendwie in unseren Kontexten und auch in unseren Gesprächen gemeinschaftlich auf individueller Ebene, aber auch eben auf struktureller Ebene weniger, bereit sind, Fehler zu machen und eine Fehlerkultur zu etablieren, weil der Drang nach so einem perfekten, nach dem perfekten, der perfekten revolutionären Umwälzung ist, glaube ich, schwierig. Also ja, schwierig umzusetzen. Und ich glaube, zum Beispiel auch in unserem Gespräch jetzt habe ich auch Sachen gesagt, wo ich vielleicht hinterher sagen würde, Moment, also in der Reflexion finde ich halt, wie ich mich für die Zukunft verhalten kann, soll, möchte. Und das bedeutet aber auch, dass ich bereit sein möchte und muss, irgendwo Fehler zu machen. Und das bedeutet, dass ich mir wünsche, dass wir halt anfangen, also über Fehler zu sprechen. Ja. Und nicht mehr in dem Sinne, oder nicht mehr in dem Sinne, ist schwierig zu sagen, aber weniger in dem Sinne von, mach das auf gar keinen Fall, das darf so nicht passieren, sondern eher in dem Sinne, warte mal, ich habe da was gemacht, was habe ich da eigentlich gemacht und wieso? Ja, und es ist sozusagen, eigentlich muss man ja sagen, also du sagst gerade, dass wir anfangen, dass wir das so machen, weil wir sind eigentlich, für mein Verhältnis wirklich an der anderen Ecke, Black Lives Matter gibt es ja sozusagen schon seit 2013 und es ist ja quasi erst letztes Jahr in Deutschland so richtig angekommen, in der Jazzwelt natürlich wieder immer viel später als in allen möglichen anderen künstlerischen Bereichen auch und so. Und gerade, finde ich, ist der Gestus eigentlich sozusagen, wir reden drüber, aber es gibt so viele Minenfelder, in die man laufen kann. Das gehört wahrscheinlich zum Prozess, aber es wäre so wichtig, an dem Punkt sozusagen die Fehler an beide Seiten haben zu können, also mal anzukommen und zu sagen, ich bin mir so unsicher, kann ich das sagen, kann ich das machen? Vielleicht sagt dann mal jemand, nee, und das finde ich jetzt auch eine scheiß Frage, dann tut's weh, aber dann ist trotzdem, geht die Welt noch nicht unter und man geht nicht raus mit dem Stempel,
Nazi, also ich übertreibe jetzt mal, sondern man hat einfach was gesagt, was sich verletzt hat. Das muss man irgendwie ertragen. Also es ist sozusagen, einerseits muss man ertragen, dass man da Fehler macht und da auch die Stärke, die menschliche Stärke haben, irgendwie zu sagen, das war blöd. Und gleichzeitig den Mut zu haben, diese Fragen irgendwie zu stellen, diesen Gefühlen nachzugehen und dann hoffentlich sozusagen auch auf eine Resonanz zu stoßen, die auch erlaubt, dass man da mal was macht. Konsequenzen daraus ziehen halt auch, ne? Also irgendwo nachhaltig damit umgehen, Fehler zu machen. Ich glaube, dass das... wie komme ich denn sonst voran? Also welche Mittel habe ich sonst, also jetzt vor allem auch auf individueller Ebene, irgendwie weiter voranzukommen in diesen Themen? Und Fehlerkultur bedeutet auch, sich dessen bewusst zu sein, dass wir jetzt zum Beispiel in unserer Lecture-Performance nicht alles abbilden können. Ja. Ich würde euch gerne alle Karten zeigen und zu allen Karten gerne sprechen, aber das wird nicht möglich sein. Ich werde irgendwo die Lücke lassen müssen, auch wenn ich, glaube ich, noch viel zu sagen habe. Aber ab dem Punkt, es gibt halt auch einen Punkt, wo ich vielleicht das Mikrofon weitergeben sollte, möchte und dann noch jemandem anders Platz lasse zu reden. Und ich glaube, das ist auch ein Part von dieser Kultur, ja. Dazu bereit zu sein. Ja, klar. Und das möchte ich vielleicht auch noch mal hier an dem Punkt sozusagen an euch auch richten, dass wir euch jetzt quasi teilhaben lassen an einem ganz privaten Gespräch, was wir wirklich, also so empfinde ich das, was wir seit halt mehreren Monaten immer mit Pausen natürlich, wir gehen auch noch mal nach Hause und so, aber führen und genau dieses Gefühl, da auch unsere Zerbrechlichkeit oder Verletzlichkeit quasi zu zeigen und da auch so mutig zu sein, irgendwie, es ist alles improvisiert. Also ja, irgendwie das so zu teilen, irgendwie finde ich einfach total wichtig, genau. Und was, finde ich, auch noch ein Punkt ist, der jetzt, um auch nochmal auf Fehlerkultur zurückzukommen, bei diesen ganzen Themen, die im Moment so diskutiert werden und wie diskutiert wird, habe ich das Gefühl, dass es schon eine ziemlich starke Tendenz gibt, dass man ganz schnell, oder dass bestimmte Menschen ganz schnell, sag ich mal, also mit dem Finger auch zeigen und versuchen auch Sachen, also in dem Bewusstwerden, in dem Prozess des sich Bewusstmachens, dass es überhaupt zum Beispiel rassistische Strukturen gibt, dann auch schnell zu sagen, das ist scheiße, das ist pädophil, das ist blablabla. Und dass man da einfach nur aufpassen muss, wo zeige ich auf das, was nicht geht und wo vertrete ich sozusagen einen Reinheitsgedanken auf einer moralischen Ebene. Und das ist bei Fehlerkultur total wichtig. Es gibt sozusagen auch in diesen Themen keine absolute, reine, wahre Art und Weise, wie man mit dem Thema umgeht. Man kann nicht alles richtig machen. Und wie schafft man es sozusagen an der Stelle, da aufzupassen, dass man sozusagen nicht in das gleiche Gedankengut eigentlich im anderen Extrem abdriftet sozusagen und einfach in der Kommunikation zu bleiben. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber sozusagen in der Sensibilität und in der Offenheit, dass es einfach weiter offen bleibt in alle Richtungen. Ich hoffe, ich habe es so richtig formulieren können, aber... Ja, auf jeden Fall. Also das, also Offenheit, aber auch, also... Worin ich mich ganz oft auch übe oder versuche zu üben in diesen Kontexten, ist auch zu sagen, okay, also klar, Offenheit und auch Fehlerkultur, alles muss sein. Aber manchmal frage ich mich, also ich frage mich meistens einfach in so welchen Zusammenhängen wie hier oder auch in Diskussionen, oder möchte ich mich versuchen immer zu fragen, natürlich gelingt mir das auch nicht immer, aber was ist mein Beitrag? Was muss ich, möchte ich gerade sagen? Muss ich das gerade sagen? Und ist mein, also welche Position nehme ich hier gerade ein? Das ist komplex und das mag vielleicht erstmal schwierig klingen, aber das wird einfach über Zeit. Entschuldigung. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil ich natürlich auch Raum einnehme. Ja? Und dieser Raum ist, also ich möchte ja eigentlich den gestalten, dass der für mehrere da ist, nicht nur für mich. Das ist zumindest mein persönliches Ziel und ich glaube, das ist auch das, worüber wir dieses ganze Wochenende viel gesprochen haben. Und ich frage mich das meistens, wenn ich in einer Diskussion gehe, es geht auch mal hitzig her, das muss auch sein, ich schraube mich auch hoch, muss auch sein, ich bin passionierte, ich liebe es zu diskutieren und das habe ich auch von zu Hause mitbekommen, aber wo ist auch mal gut? Also wo
kann ich auch sagen, okay, warte mal, ich nehme jetzt mal einen Schritt zurück und lasse auch andere sprechen. Vielleicht nicht immer die gleichen auch. Sollte sich irgendwie schön verteilen. Das wäre cool. Aber wie kann ich ein Teil davon sein, dass es sich schön verteilt? Wie kann ich das mitgestalten? Ja, das ist eine große Frage. Braucht man ziemlich viel Mut und Charakterstärke für sowieso natürlich auch erstmal bei sich selbst anzufangen und zu schauen und überhaupt zu bemerken, was sind da für Gedanken da und für Gefühle und in welche Richtung gehen die und... Yes. Nochmal? Ja. Das hat gerade so eine gute Resonanz gefunden. Machen wir es nochmal. Repeat, 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 repeat. Aber nur mit den Tieren. Ja, bitte. Niemand weiß, was ich gesehen habe und niemand war dabei. Du hast dein Bild und ich mein Bild und die Schnittmenge wird 2. Das macht 3 Bilder, die sich weiter streiten und vereinen. Doch die Wahrheit bleibt, egal ob wir zu zweit oder allein sind. Okay. Wir wollen beschämend berühren. Vielen Danke. Dank. Ja, das passt jetzt. Vielen Dank, dass ihr uns habt teilhaben lassen an eurem privaten öffentlichen Diskurs. Total spannend, sehr gut. Klasse. Wir machen eine Pause, machen dann weiter mit dem letzten Roundtable. Ich wollte mich jetzt an der Stelle auch nochmal bei Sophie Beha bedanken, die nachher diesen Roundtable moderieren wird, so wie sie auch die Roundtables an den vergangenen beiden Tagen moderiert hat. Vielen Dank für deinen auch Enthusiasmus, deine Neugier, deine Begeisterung. Das hat sich, finde ich, wahnsinnig bewährt. Also das werden wir in Zukunft auch so machen, einfach nochmal jemanden von außen reinzuholen, der auch nochmal mit einer gewissen Unbefangenheit meine ich jetzt auch positiv in dem Sinne, an so ein Thema dann dran geht und auch seine eigenen Fragen stellt und nicht das, was wir hier zwirbeln über vielleicht 2 Jahre in der Vorbereitung. Vielen Dank dafür. Vielen Dank nochmal an Luise Volkmann und Ella O'Brien Coker. Und ich schicke euch in die Pause. Wir versuchen pünktlich anzufangen um 4:30. Wir bauen jetzt um fürs Panel und dann freue ich mich auf die nächste Runde. Dankeschön.